wo muss ich mich eigentlich hinstellen? Wie spiele ich richtig? Also du stellst dich an die Abruflinie, ja, nennen wir Hockey. In dem Fall ist es so ein erhöhtes Hockey, da kannst du den Fuß dagegen stellen. Okay. Und dann schaust du erstmal, dass du mit der Hand, mit der du wirfst, mit dem Fuß stehst du vorne. Okay. Bist du Rechtshänder oder Linkshänder? Rechtshänder. Also, rechter Fuß vorne hin. So, und dann stellst du dich erstmal bequem hin. Okay, so? Ganz dran. Komplett? Ganz dran. Okay. Nimmst du einen Zentimeter mit. So, stehst so bequem und dann verlagerst du das Gewicht auf den vorderen Fuß, dass der quasi eine Linie bildet mit deiner Schulter ungefähr. So. Genau, und dann tust du Arm hoch, rechter Winkel, Oberarm zum Boden, genau. Den Ellbogen am besten so lassen und die Schulter auch nicht bewegen. Und jetzt nur den Unterarm hinter und nach vorne und gerade. Das war schon nicht schlecht. Aber da ich keinen Sub und eure Zeit nicht verschwenden will, könnt ihr einfach gleich mal einen Daumen hoch machen und weiter gucken. Genau, wenn du so bequem stehst, kannst du so machen. Du könntest auch den, Fuß hier so parallel hinstellen. Okay. Dann kannst du nämlich ein bisschen weiter vor. Ja. Das machen Spieler. Du kannst auch gerade stehen. Es ist ein bisschen eine Mischung aus, was ist bequem für dich und dass du halt nicht super weit weg stehst vom Board, sondern du willst halt schon ein bisschen den Vorteil mitnehmen, dass du dich vorlegen kannst. Ne? Klein. Also du musst stabil stehen auf dem vorderen Fuß. Okay. Und da ist auch dein ganzes Gewicht drauf. Der hintere Fuß, der dient nur als Stütze sozusagen, dann, dass du im Balance bleibst. Du sollst jetzt auch nicht so weit vorlehnen, dass du irgendwie Schwierigkeiten hast, stabil zu stehen. Und dann Arm raus und dann durchstrecken den Arm. Okay. Jetzt machst du deinen Stand und jetzt schaust du hoch, dein Ziel anschauen, was du treffen willst. Triple 20 zum Beispiel im Normalfall oder Triple 19. Ja, ist doch gut. Genau.